Sebastian hier von Ripgitar. Hi, schön, dass du dabei bist. Heute zeige ich dir den Riff The Metal von Tenacious D. Und ich finde, der Name ist sehr, sehr passend zu diesem Riff, weil es wirklich besser geht's nicht im Sinne von Metal Riffs. Und ich fange auch direkt an. Vorneweg mal gleich, es ist ganz wichtig zu wissen, oder eigentlich ganz gut zu wissen, dass dieser Riff in der phrygischen Kirchentonart geschrieben ist, okay? Also phrygisch, falls ihr das nicht sagt, in Ordnung, aber merkst ihr trotzdem vielleicht, ist gut zu wissen. Also dieser Riff befindet sich in dem dritten Modus einer Durtonleiter. Und zwar ist das der phrygische Modus. Also wir sind in E-phrygisch, okay? Charakteristisch ist dieser Modus für Metal. Das erzeugt diesen dunklen Sound. Und wichtig zu wissen ist, dass es eben charakterisiert wird durch den Halbtonschritt zwischen der ersten und der zweiten Stufe der Tonleiter. Das wäre in diesem Fall E und dann F. Das erzeugt diesen dunklen Sound, der fast nur im Metal verwendet wird. Okay, also es geht los. Und zwar, wir sind in E-phrygisch, wie ich gesagt habe, für dich in E. Und auch noch ganz gut zu wissen ist, falls du die Band Tenacious D, da gibt es nämlich ein Video im Internet, falls du das angeschaut hast, in dem die es erklären, wirst du sehen, dass sie es in Drop D spielen. Ich zeige hier die Version in Standard-Tuning. Das macht klanglich einen kleinen Unterschied, aber von den Noten her absolut gar keinen, okay? Es ist nur ein bisschen anders zu spielen für dich. Okay, also es geht los, Standard-Tuning, und wir fangen an mit einem E-Power-Chord im zweiten Bund. Spielen den. Und dann kommt zweimal der Akkord oder die leere E-Seite, abgedämpft hinten dran. Okay. Dann Pull-Off auf der E-Seite. 3 auf 0. Und dann die E-Seite noch einmal anschlagen. Bis jetzt haben wir. Dann kommen wir zu diesem Pull-Off-Riff auf der A-Seite. Spiel's nochmal langsam. Also, wir fangen an. Dritter Bund. Anschlagen. Pull-Off auf 2. Pull-Off auf 0. Wieder picken. 2, dann Pull-Off. Und dann wieder picken. Hammer-On auf 3. Pull-Off auf 2. Pull-Off auf leer. Okay? Nochmal. So, das ist der erste Teil. Danach kommt dann bis dahin genau dasselbe und dann spielen wir den Riff aber nicht so wie gerade eben fertig, sondern nur mit und dann kommt eine Viertelpause. Also wir haben Pull-Off, dann 3 auf 2 und dann auf 0 und dann picken wir nochmal zum Abschluss den zweiten Bund auf der A-Seite. Also das wäre dann so. Zusammen die ersten zwei Teile. Okay, nochmal. Dann kommt wieder das Gleiche wie am Anfang. Also der gleiche Riff wie im ersten. Der ganz erste Takt ist dann der dritte Takt wieder gleich. Jetzt ändert sich aber der vierte Takt. Und zwar gehen wir jetzt auf ein F-Power-Chord. Entweder mit 3 Fingern oder mit 2. Und den spielen wir. Und dann picken wir die Quinte hier. Also das C im dritten Bund auf der A-Seite dazu. Das heißt dann picken,
Dann kommt wieder ein Pull of Riff, aber diesmal auf der D-Seite. Das war er langsam. Also, das F picken, dann die Quinte auf der A-Seite und dann gehen wir in diese, ich spiele ihn so in dieser Legato-Position, also in diesem, okay, du kannst aber auch, ich zeig's gleich, also es würde so gehen, das heißt Pull-off von 3, Entschuldigung, von 5 auf 3. Also picken, dann Pull-off. Und dann nochmal Pull-off von 3 auf 2. Und dann wieder ein Pull-off von 3 auf 2. Also das wiederholt sich. Wir haben dann... Und dann gleich noch ein Pull-off hinterher auf die Leere, also von 2 auf Leer. Und dann wieder diese Figur hinterher. Also. Ab hier dann wieder picken auf Leer, also picken, Pull-off. Und dann 2, Hammer on, Pull-off auf 3, zurück auf die 2, den Pull-off und dann Pull-off. Also. So, das war's auch schon. Ich spiele jetzt die ganze Geschichte nochmal ganz langsam und dann auf Originaltempo, damit du hörst, wie es klingt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Ciao.